Super. Okay, die geistige Welt ist voller Liebe, aber auch voller Lachen oder aber auch wirklich, dass es sehr berührend ist. Und das sind halt ganz, ganz persönliche Momente. Auch habe ich mir gewünscht bei der geistigen Welt, dass eure Seele berührt wird, und zwar die Seele von jedem. Völlig egal, ob ihr einen Kontakt hattet oder nicht. Ich habe mir gewünscht, dass jeder heute hier etwas Persönliches für sich mitnehmen kann. Ich hätte hier einen Ehemann aus der geistigen Welt. Das Erste, was ich von ihm hatte, war, dass ich das Gefühl oder dass er mir das Gefühl gibt, dass er zu Lebzeiten jemand war, der sehr viel Humor hatte. Also der wirklich auch gerne gelacht hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass er von der Statur her ein bisschen stämmig ist. Und ich hatte für so eine Millisekunde mal sowas wie Zigarre oder eine Zigarillo-Kiste. Kann das irgendjemand verstehen? Kann jemand einen Ehemann aus der geistigen Welt verstehen, wenn das keine Zigarillo- oder Zigarrenkiste ist, der geraucht hat und von seinem Naturell her sehr fröhlich war? Wenn das kein Ehemann ist, ist das jemand, der vielleicht nicht verheiratet war, sondern Lebensgefährte war? Weil ich habe das Gefühl, dass die Frau hier ist. Okay, kannst du, wenn das kein Ehemann ist, kannst du einen Lebensgefährte in der geistigen Welt verstehen? Wir waren nicht verheiratet, aber kannst du verstehen, warum er mir das Gefühl von einem Ehemann gibt? Ich habe das Gefühl, er hattet einfach eine sehr enge Bindung oder er hat so war oder ihr wolltet heiraten. Kannst du das verstehen? Ja. Weil ich hatte sowas wie einen Ring. Gab es schon sowas wie einen Ring? Ja, ich habe ja meinen Ring, ich habe schon Ewigkeiten nach. Kannst du verstehen, dass er geraucht hat? Ja. Kannst du dieses verstehen, dass ich so eine Kiste gesehen habe? Ja, so eine flache Schachtel, so eine Zigarren- oder Zigarillo-Schachtel. Die Schachtel, guck mal, die war bestimmt so groß. Ja. Okay. Also diese Schachtel ist nicht besonders wertvoll, sondern es muss eine bestimmte Schachtel sein und da ist heute etwas darin gesammelt. Also ich habe verschiedene Schachteln von ihm. Also er hat viel gesammelt. Du darfst nur ja, nein sagen. Ja. Je mehr du jetzt reinsprichst und erzählst, umso weniger kannst du nachher wirklich für dich verstehen, dass der Kontakt stattfand, okay? Also zu deinem Schutz, gut. Hast du diese Schachtel aufgemacht oder eine der Schachteln aufgemacht? Ist da Ja. irgendwas von ihm drin? Ja. Okay, gut. Dann wissen wir jetzt auch, wo die Schachtel herkommt. Siehst du, das meine ich. Und aber dennoch hatte er auch so eine ganz weiche und zärtliche Seite. Oh ja. Ja, okay. Ich habe auch das Gefühl, dass er das zwar nicht dauernd gezeigt hat, aber sehr oft auch in der Öffentlichkeit. Kannst du das auch verstehen? Vielleicht hatte ich tatsächlich zwei. Kannst du verstehen? Ich habe jetzt das Gefühl, es ging schnell. Ganz schnell, ja. Ich bin immer wieder beim Hals. Also hat er vielleicht keine Luft gekriegt? Weißt du da was? Wir wissen nicht. Okay. Kannst du verstehen, dass ich das Gefühl habe, dass Sachen nicht mehr ausgesprochen werden konnten? Okay, weil ich habe das Gefühl, dass du dennoch die Sachen ausgesprochen hast, und zwar an die geistige Welt Oh ja. ausgesprochen hast. Und das musst du nach seinem Tod gemacht haben. Ja. Okay, weil er gibt mir einfach, oh, ich habe gerade so Gänsehaut, er gibt mir das Gefühl, dass er unglaublich dankbar ist dafür, dass du so viele Dinge noch gesagt hast. Du musst ganz liebevolle Dinge noch mal gesagt haben. Kannst du das verstehen? Ich soll dir sagen, er hat jedes Wort gehört. Er hat auch einen besonderen Namen für dich gehabt. Süßen. Du sollst doch nur ja, nein sagen. Ich Ich hätte jetzt sowas gesagt wie Schnuckel, verstehst du? Aber ja, okay, dann weißt du Bescheid. Weil er ruft die ganze Zeit einen Namen. Und das gilt dir. Und ich habe das Gefühl, dass du ihn auch wahrnehmen kannst. Kannst du das verstehen? Ja. Er steht hier und ich meine, heute ist immer so bei jedem Rendezvous. Natürlich stehen die Männer hier und haben solche Rosen. Und zu Recht, weil die Rosen zeigen seine Liebe für dich. Und ich soll dir sagen, dass er immer da ist und dass er niemals von deiner Seite gehen wird. Kannst du das verstehen? Ich weiß als Medium, dass die Zeit heilt alle Wunden, absoluter Quatsch ist. Ja, weil das, um was es wirklich geht, das kann nicht heilen, muss es auch nicht. Es geht um das Verständnis. Wenn du verstehst, dass er immer da ist, auch wenn er dir körperlich fehlt, ist ganz klar. Er liebt dich.
Es gab nie einen Moment, in dem er nicht bei dir war. Und es gibt nichts, was ihn vom Universum von dir weghalten. Er liebt dich. Nimm seine ganze, ganze Liebe, nimm seinen Riesenstrauß Rosen, PS, die gehen nicht kaputt, die sind voll geil. Ja? Und wisse, er ist immer bei dir. So, ich habe jetzt hier eine Frau aus der geistigen Welt. Das Gefühl, was sie mir gibt, ist, dass sie krank war. Und ich habe das Gefühl, dass sie das also ganz markant auch war, dass sie immer schmaler wurde. Also so, als ob diese Krankheit dauerte an. Ich würde auch sagen, es war irgendeine Form von Krebs, aber sie wurde immer schmaler. Und es ist auf jeden Fall Familie. Ihr könnt alle drei Frau Familie verstehen, ihr könnt alle drei verstehen, dass sie sehr krank war und dass sie dass wirklich so war, dass sie immer schmaler wurde. Das könnt ihr alle drei verstehen, ja? Ja, ja. Ja. Okay. Ihr könnt auch Krebs verstehen? Ja, 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 ja. Und ihr könnt auch verstehen, dass es ein schleichender Prozess war? Ja. Ja. Okay. Super, jetzt müssen wir erstmal drei aussortieren. Es kann sein, Leute, dass ihr Parts nehmen könnt. Es geht darum, die Person, für die der Kontakt ist, die versteht alles. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich jetzt sage, es ist eine Mutter aus der geistigen Welt. Jeder, der eine Mutter hat, könnt ihr davon ausgehen, alle Mütter stehen hier. Das ist jetzt nicht. Und es kann sein, dass deine, die Mutter und von die Person auch hier steht. Dass sich deshalb so die Sachen ein bisschen vermischen. Aber es geht darum, die Energie so weit nach vorne zu bringen, dass wirklich eine Person das nur verstehen kann, okay? Das war deine Mutter, ist das richtig? Ja. Ich habe das Gefühl, dass sie vom Charakter her eher leise war. Also, dass sie nicht jemand war, der sich sonderlich so in den Vordergrund gespielt hat. Kannst du verstehen, was ich damit sagen will? Ja. Kannst du auch verstehen, dass ich das Gefühl habe bei deiner Mutti, dass sie... Man hat ihr angesehen, wie sehr sie leidet, aber sie hat es nicht gesagt. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Es gab ganz viele Momente, wo es ihr wirklich mega schlecht ging. Kannst du das auch verstehen? Ja. Ich muss das nochmal wiederholen. Ja. Und ich habe das Gefühl, sie hat niemals irgendwas gesagt. Also es gab auch den Moment, an dem ihr gedacht habt, sie schafft es irgendwie. Kannst du das auch verstehen? Ja. Und dann gab es aber den Punkt, an dem es wirklich immer schlechter geworden ist, sodass ihr auch realisiert habt als Familie, dass es nichts mehr wird. Kannst du das verstehen? Ja, ja. Ich fühle mich körperlich total schwach und ich fühle mich total angeschlagen. Kannst du das verstehen? Ja. Okay, und ich habe auch das Gefühl, ab einem gewissen Punkt konnte ich nicht mehr durch die Gegend laufen. Ja. Okay, und ich habe auch das Gefühl, dass ich so schwach bin, dass ich mehr gesessen habe. Ja. Und manchmal war sie so schwach, dass sie selber kaum trinken und essen konnte. Kannst du das ja, auch verstehen? Ja, ja. Kannst du auch verstehen, dass deine Mutter mir das Gefühl gibt, dass du dir sehr viele Gedanken über das Jenseits machst? Also, wie es da ja. Ja, ja, doch. Ja. Hast du dich auch gefragt, ob sie gleich rübergegangen ist, ob sie überhaupt gut drüben gut angekommen ist? Ja. Hast du Großeltern in der geistigen Welt? Ja, ja. Die haben sie abgeholt. Es müssen Großeltern von ihrer Seite sein. Kannst du das verstehen? Ja. Mir läuft etwas zwischen den Füßen umher. Und ich weiß nicht, ob die Katze mit euch gelebt hat, aber kannst du eine Katze verstehen oder kannst du es innerhalb der Familie nachfragen? Ja, kann ich nachfragen, ja. Kannst du oder weißt du, ob sie früher ein Tier hatte? Ja, ja. Also, weißt du, sie zeigen ja Sachen aus ihrem Leben, nicht zwangsläufig nur die letzten 10 Jahre. Ja. Kannst du auch verstehen, dass deine Mutter mir das Gefühl gibt, als ob du dir nicht vertraust, wenn sie dir Zeichen schickt? Ja, schwierig zu erkennen, die Zeichen. Ja. Ja, nein sagen. Ja, ja. Ja, genau. Und kannst du auch verstehen, jetzt muss ich mal lachen, weil kannst du auch verstehen, dass deine Mutter dir ein Zeichen schickt und du sagst, ach, ich weiß nicht, ob es ein Zeichen ist und sie schickt dir noch ein Zeichen und dann sagst du wieder, ich weiß jetzt nicht, ob das das Zeichen war von dem Zeichen und dann schickt sie dir noch ein Zeichen. Kannst du verstehen, was ich meine? Ja. Okay.
Vertrau dir doch mal mehr. Das, was, um was es hier geht, heißt nicht, dass ich das nur kann. Das könnt ihr auch. Gib ihr eine Chance, weil sie gibt dir jeden Tag Zeichen und du bittest auch jeden Tag um Zeichen. Kannst du das auch verstehen? Ja. Gut. Und überhaupt möchte sie dir unglaublich Danke sagen, weil in dieser Zeit, in der es ihr so schlecht ging und in der es immer weiter bergab ging und sie so stark abgenommen hat, hast du wirklich aufgehört, für dich zu leben. Du warst nur noch bei ihr. Kannst du das verstehen? Ja. Dafür möchte sie Danke sagen. Jetzt steht sie hier mit einem großen goldenen Herz und das ist mein Zeichen dafür, dass sie unglaublich stolz ist auf dich, weil es muss für dich ganz schwierig gewesen sein, deine Mutter zu verlieren. Ja. Sie ist immer bei dir. Dieses Band, was ihr habt, kann keiner trennen. Das ist Liebe. Und Liebe lässt sich nicht auflösen. Und möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen für alles, was du für sie getan hast. Und ich habe das Gefühl, sie konnte dir zum Schluss nicht mehr sagen, wie sehr sie dich liebt. Dann wisse, sie sagt es dir jetzt. Ja. Danke dir. Ich habe jetzt einen Mann aus der geistigen Welt. Ich habe das Gefühl, dass er relativ groß war. Ich hatte das Gefühl, er ist relativ groß gewachsen. Und normalerweise zeigen sie das nicht, wenn es nicht tatsächlich groß ist. Ich habe auch das Gefühl von einem Vater. Und ich habe das Gefühl, dass er in seinem Leben eher jemand war, der sehr streng war, wo er seine Meinung gesagt hat, eher beobachtet hat. Ihr dürft alle nur mit Ja, Nein antworten. Das ist ganz wichtig, um jetzt so schnell wie möglich auch die Personen zuordnen zu können, okay? Ja. Könnt ihr verstehen, dass er auch oft Hut getragen hat und ich habe das Gefühl, dass er gut gekleidet war? Ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass er eine gewisse Position hatte, also auch vom Typ her. Ja. Und ich habe so ein Gefühl von ganz viel Respekt, so als ob man sich als Kind auch nicht unbedingt getraut hat, mit allem immer zu ihm zu kommen. Richtig. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich dieses, was sich, das muss sich so durch sein ganzes Leben gezogen haben. Also es war jetzt auch jemand, der sehr, wie formuliere ich das nett, der sehr engstirnig war. Also die Idee, die er im Kopf hatte, das war seins und damit ist er auch gelaufen bis an sein Lebensende. Genau. Bei den gleichen Worte. Ja. Wahrscheinlich stehen auch alle beide hier und sind tatsächlich so ähnlich. Das ist ja die Challenge. Ich habe jetzt eine goldene Uhr. Wenn es nicht Gold ist, dann ist es vielleicht eine Metalluhr. Oder gibt es irgendeine Geschichte mit einer goldenen Uhr, die vielleicht nicht seine ist, aber eine Geschichte um eine goldene Uhr. Könnt ihr das verstehen? Keine Uhr. Das wäre eine Geschichte. Dass er nie Uhren getragen hat. Du darfst nur Ja, Nein sagen, du Superschnuckel. Ja. Moment, habe ich zu viel Info. Verstehst du? Dann kann mein Kopf zu leicht reinkommen. Oder okay, ich lasse mir noch mal was anderes geben, wenn ihr das mit der Uhr nicht versteht. Und der war total ordentlich. Ich habe das Gefühl, ja, der hat ganz seinen Platz. Alle beide. Und ja. So. Der war auch streng mit sich. Aber es war jemand, der einen absoluten, klaren Verstand hat, also jemand, der auch total schnell gedacht hat und auch so analytisch gedacht hat. Ja. Ich habe das Gefühl, er steht hier und sagt Entschuldigung. Und das Gefühl, was damit kommt, ist, dass er zu Lebzeiten, und ich glaube, das passt jetzt tatsächlich auch auf beide, vielleicht haben sie deshalb das jetzt auch so gemacht, weil ich gesagt habe, ich will so viele Kontakte wie alle gehen, dann stehen sie hier zu zweit. Ich habe das Gefühl, er hat zu Lebzeiten nie ausgesprochen, wie wertvoll ihr für ihn seid. Das stimmt, ja. Kannst du das verstehen? 100%. Okay. Kannst du dieses verstehen, dass es unter anderem daran lag, dass es wie unnahbar war? Ja. Genau. Und diese Unnahbarkeit muss passiert sein über sein Leben. Also er muss viele schlimme Dinge auch erlebt haben, über die er nicht gesprochen hat. Genau, ja. Ich habe das Gefühl, er hatte auch enge Freunde, aber irgendwie hat er sich mit denen auch nicht ausgetauscht. Weißt du das? Richtig, ja. Ich muss nochmal zurück zu seiner Art, weil er zeigt immer wieder ganz deutlich, wie schwierig es war, mit ihm überhaupt klarzukommen. Der hatte so seinen eigenen Kopf und es war, wenn er nach links wollte, dann ist die gesamte Familie nach links gelaufen. Ja. Ich habe das Gefühl, er hat gelegen. Kannst du das auch verstehen? Ja, ja. Und kannst du hast ja jetzt gesagt, jetzt weiß ich ja von dir, dass du gesagt hast, er war dement. Aber kannst du verstehen, dass ich das Gefühl habe, dass er manchmal klar war und manchmal nicht? Ja. Kannst du das
Und ich habe auch das Gefühl, dass er überhaupt nicht mehr in der Lage war, noch Sachen mit dir zu besprechen. Aber ich habe das Gefühl, als ob du Sachen mit ihm besprochen hast. Kannst du das verstehen? Genau, ja. Deswegen sagt er auch Entschuldigung, weil du musst unglaublich viel in der Zeit auch mit ihm besprochen haben, obwohl er für die Umwelt gar nicht anwesend war. Kannst du das verstehen? Ja, genau. Er hat dir nie gezeigt, wie wichtig du ihm bist. Er hat dir nie gezeigt, ja, diese emotionale Nähe und diese emotionale Wärme. Ich habe das Gefühl, dass du auch als Kind irgendwie schon einen Zugang zu ihm hattest, aber als ob er das so ein bisschen, verstehst du, was ich meine? Wie als ob er das boykottiert hat. Das lag aber an dem, was er erlebt hat. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, er konnte sich daraus nie lösen. Stimmt, ja. Er dankt dir von ganzem Herzen für all das, was du zum Schluss gemacht hast. Und du musst ganz liebevolle Worte und verständnisvolle Worte zu ihm gesagt haben. Sachen, die er hätte zu seinen Lebzeiten nie sagen können. Kannst du das verstehen? Ja. Dafür dankt er dir von ganzem Herzen. Aber er gibt jetzt von der Seite die Unterstützung, die er dir nicht gegeben hat zu Lebzeiten. Okay, das ist schön zu wissen. Genau, deswegen steht er auch hier und er unterstützt dich auch da, damit du da ein bisschen leichter bist, weil du musst unheimlich viel im Kopf sein und überlegen, ist das jetzt gut oder nicht, und das möchte er, dass du das eigentlich anders machst, weil so hat er gelebt. Er hat vieles gedacht und nicht gefühlt. Okay. So, zu allen anderen Mädels, deren Vater ich hier gerade stehen hatte, kann ich nur sagen, ein Großteil hat ja auf euch gepasst, insofern könnt ihr Ähnliches nehmen, ja, auch dass ihr auch wenn ihr jetzt den Kontakt nicht fertig hattet, das ist nämlich auch so ein Thema, dass Sachen nicht ausgesprochen wurden. Das heißt, dieses Emotionale, dieses, dass sie das so nie gesagt haben, das könnt ihr eigentlich aus dem Kontakt auch rausnehmen, weil es so ähnlich waren eure Väter auch, okay? Ich habe hier Eltern aus der geistigen Welt. Das Verhältnis zu der Person, die ich jetzt, für die der Kontakt jetzt hier ist, dass das Verhältnis wirklich sehr innig war. Ich habe das Gefühl, dass die Eltern nacheinander gegangen sind. Die sind nicht auf einmal jetzt verstorben, sondern die sind nacheinander gegangen. Und ich habe das Gefühl, dass die auch zu Lebzeiten, weil die hier sehr dicht beisammen stehen, die haben viele Sachen auf der einen Seite in ihrem Leben durchstanden gemeinsam, aber die lächeln beide. Das heißt für mich, die haben sich auch im Leben gut verstanden. Ja. Könnt ihr verstehen, dass ich das Gefühl habe von einem ganz klassischen Familienleben, dass die Mutter Hausarbeit gemacht hat, dass die Mutter auch Handarbeit gemacht hat? Ja. Könnt ihr verstehen, wenn ich jetzt mehr auf die Mutter gucke, die konnte auch alles Mögliche machen. Die war wirklich so multitaskingfähig in alle Richtungen. Die konnte stricken, die konnte häkeln, Die konnte alles Mögliche. Ja. Ja. Ich das Gefühl habe, dass sie das sehr filigran gemacht hat. Ja. Kannst du auch verstehen, dass ich das Gefühl habe, dass sie das bis zum Schluss gemacht hat? Oder relativ lange, so lange, bis sie nichts mehr gesehen hat? Ja, eher. Ich hatte gerade ein Gefühl von Socken. Kannst du das verstehen? Ja. Ach, okay. Also diese Sockenstrickerei, es ist ja immer ganz nett, wenn man ein paar gestrickte Socken kriegt, aber manchmal war das schon so, dass man dachte, dass du dachtest, du schon wieder Socken. Kannst du das auch verstehen? Okay. Deine Mutter und deine Eltern waren auch Persönlichkeiten, die sich nicht beklagt haben, die wirklich versucht haben, die positiven Sachen im Leben zu sehen. Kannst du das verstehen? Weil die kriegt die hier auch nicht auseinander. Die stehen hier ganz dicht bei Sachen. Kannst du verstehen, dass ich das Gefühl habe, dass du dich wirklich oft gefragt hast, ob sie auch da zusammen sind? Ja. Und deine Mutter muss schon gegenüber dem Jenseits offen gewesen sein. Kannst du das auch verstehen? Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie zu Hause vor einer Kugel gesessen hat und geguckt hat, ob dein Vater schon drüben ist. Sowas nicht. Aber du verstehst, dass ich das Gefühl habe, dass der Gedanke, es gibt ein Leben nach dem Tod, das hat ihr gut gefallen. Ja. Deine Mama sagt, du machst dir viel zu viel Kopf im Moment. Kannst du das auch verstehen? Ja. Ja? Ich habe schon das Gefühl, was mir deine Eltern geben, ist, dass du mit allem immer kommen konntest. Das kannst du auch verstehen, ja? Und egal wie kryptisch das war, die waren immer für dich da.
Ja. Auch wenn es mal finanzielle Schwierigkeiten gegeben hätte, du hättest immer und zu jeder Zeit zu deiner Familie kommen können. Mhm. Und das Gefühl, was sie mir geben, ist, dass im Moment so dir das als Halt fehlt. Kannst du das auch verstehen? Ja. PS, sie sind da. Sie geben dir diesen Halt, den du jetzt physisch so vermisst, immer noch. Und sie tun auch alles, um dir diese Leichtigkeit zu geben. Hast du eine Erinnerung, dass es letztes Jahr einen Moment ging, in dem es dir so schlecht ging, dass du dir gewünscht hättest, dass sie rechts und links bei dir sind? Ja. Okay. Dann wisse, sie waren es. Kannst du verstehen, dass deine Mutter und dein Vater sagen, du brauchst einen bestimmten Beweis? Ja. Super. Ich habe das Gefühl, du hast mit denen irgendwas ausgemacht. Kannst du das auch verstehen? Ja. Jetzt muss ich rausfinden, was es ist, oder? Es ist irgendwie wie ein Satz oder sowas. Die sollen was Bestimmtes sagen. Kannst du das verstehen? Ja. Reicht dir das? Mhm. Gut. Weil wenn ich mir nämlich jetzt überlege, dann bin ich sofort im Kopf, dann bin ich sofort raus. Also nimm es als Beweis, dass sie mir gesagt haben, dass du etwas Bestimmtes erwartest. Ja. Die schicken dir ganz viel Leichtigkeit. Auf das Leben vertraust, kannst du das verstehen? Ja. Diese Leichtigkeit hatten deine Eltern und die haben auch Scheißzeiten gehabt. Bestimmt. Kannst du verstehen, dass ich ein Kartenspiel sehe? Ja. Also ich habe das Gefühl, die haben auch so Gesellschaftsspiele gemacht und das, ja. Ich bin jetzt nicht so der Kartenheld, aber das sieht aus wie, wie heißen denn die Karten, wo Pik, Ass, Hass? Gastkarten. Du hast sowas wie einen Tisch, wo Bilder und so draufstehen, kannst du das? Okay. Auch wenn du da vorstehst und du musst mit ihnen reden, sowohl leise als auch laut. Ja. Beide geben mir das Gefühl, dass sie dich hören. Und jetzt gilt es nur zu verstehen, dass du verstehst, sie hören dich. Und die reden auch mit dir, okay? Ja, okay. Nimm das allererste, was dir in den Kopf kommt. Wenn du eine Frage stellst und du hast, das, was sie mir beide zeigen, ist, dass du Fragen ans Universum stellst, dass du sagst, Mama, Papa, ich brauche jetzt hier eure Hilfe, ja? Nimm das allererste, was dir in den Kopf kommt. Wenn du anfängst nachzudenken, war es das. Aber nimm das allererste als Antwort. Okay. Und wenn du dir nicht vertraust, weil das wirklich nicht so ganz einfach ist, dann geh her und lass dir ein Zeichen im Außen geben. Das heißt, die sollen dir wirklich ein Zeichen geben. Wenn du ein Zeichen kriegst, nimm es auch an. Und sag nicht, was ist denn das für ein Zeichen? Ich brauche nochmal ein anderes Zeichen. Und ich brauche noch ein Zeichen und noch ein Zeichen und noch ein Zeichen. Okay? Ja. Die sind immer bei dir. Sie bedanken sich für alles, was du für sie tust. Und du musst auch heute noch Dinge für sie tun. Kannst du das verstehen? Ja. Danke dafür. Danke, danke, danke. Ich danke dir. Ich habe jetzt einen jungen Mann aus der geistigen Welt und ich habe das Gefühl, er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ich habe das Gefühl, es ging sehr schnell, aber er muss noch, also entweder hat er noch einen Moment überlebt, was heißt überlebt, aber entweder war er noch einen Moment am Leben, aber das hat auf jeden Fall nicht lange gedauert. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Dinge nicht mehr gesagt werden konnten. Man konnte sich nicht verabschieden und gar nichts. Und ich habe das Gefühl, dass der junge Mann wirklich ein absoluter totale Lebensfreude und alles hatte. Der war wirklich, hatte alles Mögliche. Könnt ihr das verstehen? Ich habe das Gefühl, es ist Familie. Also entweder ist es der Sohn oder es ist der Bruder. Also sowas. Könnt ihr das alle vier verstehen? Ja. Ja. Arbeitet ihr bitte mit Hand, weil es ist mit diesem ganzen Bildschirm, mit diesem ganzen Bildschirm. Ja. Das fühlt sich so an, als ob er das selber hat nicht kommen sehen. Jetzt muss ich mal. Ja. Ja. Immer noch vier. Und könnt ihr verstehen, dass er diesen Unfall, das muss ein richtig schwerer Unfall gewesen sein, ja? Und dass er den noch kurz überlebt hat oder auf dem. Es hat gestimmt, kurz überlebt. Okay, gut. Ja, okay, aber du weißt es. Es geht darum, dass er das ja zeigt und dass du, das muss ja jemand wissen. Verstehst du? Das geht nicht. Okay. Okay. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich mit dir arbeiten. Okay. Und du verstehst, Familie, ist es so? Ja. Kannst du verstehen, dass er mir das Gefühl gibt, dass ihr euch sehr ähnlich seid?
Ja. Und kannst du auch verstehen, dass ich das Gefühl habe, dass ihr euch sehr geliebt habt, aber ich habe das Gefühl, es konnte nicht immer so gesagt und gezeigt werden. Kannst du das verstehen? Ja. Kannst du auch verstehen, dass er mir das zeigt, dass es Momente gibt, in denen du dir wie Vorwürfe machst? Ich weiß nicht, ob Vorwürfe das richtige Wort ist, aber so, als ob du denkst, Mensch, ich hätte das vielleicht anders machen sollen. Ja. Es fühlt sich so an, als ob da eine Kommunikation ist und als ob du viele Sachen, auch wenn du in Gedanken zu ihm schickst, aber das, was dein Sohn mir sagt, ist, Papa, ich höre jedes Wort. Ja. Er gibt mir das Gefühl, obwohl du vielleicht zwischendurch immer wieder in diese schlimme Phase fällst, er gibt mir das Gefühl, dass es eigentlich zwischen euch in Ordnung ist, dass ihr euch wie ausgesprochen habt. Kannst du das verstehen? Ja. Du weißt, dass du Zeichen kriegst und du verstehst die auch von deinem Sohn. Ja. Und kannst du auch verstehen, dass ich das Gefühl habe, dass du ihn sofort gespürt hast, sowas wie eine Vorahnung auch hattest? Ja. Weil er zeigt mir diese Verbindung auf, auch wenn es jetzt emotional nicht immer so super gelaufen ist zwischen euch, als er noch gelebt hat. Ich kann diese extreme Verbindung zwischen euch spüren. Kannst du das verstehen? Ja. Du musst zu seiner Beerdigung etwas ganz Liebevolles getan haben. Kannst du das auch verstehen? Ja. Er möchte sich bei dir dafür bedanken, weil das hat dich sehr viel Überwindung gekostet. Ja. Und falls dich interessiert hat, oder es, ich weiß nicht, ob du das warst oder ob das die Familie war, er lässt euch allen ausrichten, dass die Beerdigung wirklich wundervoll gewesen ist. Kannst du das verstehen? Ja. Es muss die Frage gegeben haben, ob er denn Schmerzen hatte. Ja. Nein, er hat gar nichts mehr mitgekriegt. Okay, danke. Und er hat nicht nur in dein Leben oder in das Leben, deine Frau auch, gell? Ja. Er hat auch viele Freunde. Bei vielen Freunden gab es auch dieses Riesenproblem, dass da wirklich ein Loch zurückgeblieben ist. Ja. Kannst du verstehen, dass ich das Gefühl habe, als ob ihr aber immer noch zu dem einen oder anderen Freund auch Kontakt habt? Ja. Er findet das ganz toll, weil ich glaube, dass die Hälfte oder das, sagen wir mal, der ein oder andere nicht unbedingt was mit dem Jenseits zu tun hat, aber dadurch, dass du über ihn redest und ihr müsst auch sowas wie Rituale machen, immer wieder, wiederkehrende Rituale, ja? Und dadurch ist er wie immer anwesend und immer da, selbst bei den Personen, die mit dem Jenseits nichts am Hut haben. Und da bist du einer der Initiatoren, also du guckst, dass das auch so bleibt. Das ist für dich wichtig, dass es so ist. Kannst du das verstehen? Oh. Er möchte sich bei dir dafür bedanken. Und er möchte dir sagen, auch wenn du selber vielleicht das Gefühl nicht hast, es ist so niedlich, weil er zeigt mir gerade so ein Superman-Shirt. Und das bedeutet für mich, dass er schon findet, dass du ein richtig guter Papa warst. Und es ist ihm ganz wichtig, dass er das nochmal für dich jetzt hier sagen kann. Weil du musst dir unglaublich oft Vorwürfe machen, ob du es nicht hättest besser machen können. Die Antwort ist nein. Er findet, du hast alles super gemacht. Danke. Er liebt dich. Kannst du verstehen, dass er sagt, mach weiter so? Ja. Du musst nach seinem Tod immer mehr in dieses Spirituelle reingekommen sein. Kannst du das auch verstehen? Ja. Und das fühlt sich auch so an, als ob er dich geleitet. Ich glaube, du spürst das auch. Er ist da wie so an deiner Seite und leitet dich. Ja. Deswegen sagt er, mach weiter so. Er liebt dich. Also es ist bei Männern irgendwie vielleicht ein bisschen komisch, wenn die auch Rosensträuße bekommen. Aber das ist für mich das größte Zeichen der Liebe. Weil die Rose einfach für die Liebe steht. Und kannst du verstehen, dass entweder ein Geburtstag war oder jetzt kommt? Er war. Und gab es die Frage, ob er das mitbekommt? Die Antwort ist nämlich ja. Er war da. Und wenn du glaubst, er lässt sich irgendwie abhalten, die Antwort ist nein, er ist immer da. Und ja. Nimm seine ganze Liebe. Mach. Er schützt sich für alles, was du tust. Und er ist unglaublich glücklich, dass er in deiner Nähe sein kann. Er liebt dich. Dito, danke. Ich habe noch mal einen jungen Mann.
Und ich habe immer noch das Gefühl von einem Unfall. Das heißt, für euch ist es der Bruder gewesen oder der Sohn, gell? Ich muss nochmal, also ich habe einen Mann aus der geistigen Welt. Das ist ein junger Mann, der hatte auch einen Autounfall und ich habe das Gefühl, es ist irgendwas mit einem roten Auto. Ja. 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 Also ich kläre es mal auf. Ich habe einen Sohn, die ist die Tante und die ist die andere Tante. Wir sind Geschwister. Na super. Okay, also dann könnt ihr das doch, jetzt verstehe ich auch, warum ihr alle drei das verstehen könnt. Gut, okay. Ja. War er jemand, der gerne schnell gefahren ist? Das heißt ja nicht, dass es mit dem Unfall was zu tun haben muss. Könnt ihr das verstehen? Ja. Könnt ihr auch verstehen, dass ich das Gefühl habe, das Auto war was Besonderes für ihn? Ja. Ja. Und die Beerdigung muss der Hammer gewesen sein. Da waren unfassbar viele Menschen. Ja. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht, bei wem von euch ich bin. Vielleicht könnt ihr es auch alle drei verstehen, ja? Das kann aber sein, dass jetzt der eine Nein sagt und der andere Ja sagt. Also da müsst ihr euch jetzt irgendwie einig werden, sonst kriege ich den Kontakt nicht durch, okay? Mhm. Und er war eine echte Pro-Natur. Das war so jemand, der irgendwie ich hab ganz viel Leichtigkeit gehabt und der hatte auch so viel Humor. Könnt ihr das auch verstehen? Ja. 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 Das fühlt sich auch so an, als ob er andere mitgezogen hat. Wenn die gesagt haben, oh, das läuft jetzt aber nicht so, dass er gesagt hat, ach, jetzt komm und jetzt mach doch mal, ne? Ja, ja. Ja. Und es gibt noch, entweder ist der Raum, sein Raum noch wie es war, oder es gibt viele Dinge noch aus diesem Raum. Könnt ihr das auch verstehen? Ja. Ja. Und jetzt, wo ich ja weiß, ihr seid hier zu dritt miteinander, jeder von euch hat sowas wie, es gibt so eine Ecke, wo so eine, wie so eine Erinnerungsecke. Könnt ihr das verstehen? Alle drei habt ihr das? Ja. Habt ihr alle drei dasselbe Foto? Ja. 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 Wisst ihr eigentlich, was das für eine Challenge ist, mit drei Personen dasselbe Kontakt? Und könnt ihr auch verstehen, dass er mir das Gefühl gibt, als ob ihr euch auch trefft und als ob ihr gemeinsam auch etwas für ihn macht? Ja. Ja. Er war ja schon der Mensch mit dem Herz am rechten Fleck und er hat auch gesagt, wie gut er euch findet und wie gerne er euch mag. Also ich habe das Gefühl, der konnte einfach auch seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Das könnt ihr auch verstehen, ja? Ja. Ja. Findet das super, was ihr macht. Und natürlich gibt es die Momente, in denen er fehlt. Und natürlich gibt es auch die Momente, in denen du bist die Mutter. Ja. Genau. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt mehr auf dich. Es muss Momente geben, wo du wie aus dem Leben kippst. Also was ich damit meine ist, dass du es von jetzt auf gleich bist du einfach ganz traurig. Kannst du das verstehen? Ja. Okay. Das liegt daran, dass du gerade noch daran gedacht hast, wie liebevoll und nett er ist und dann dein Verstand sofort auf den Tod geht, auf den Unfall. Und dann kommt dieses Warum. Kannst du das verstehen? Und genau das ist der Moment, in dem du nicht mehr in dem Hier und Jetzt bist, sondern vom Verstand her in die Vergangenheit gehst und damit kippt das Gefühl. Was er damit sagen will, ist, bleibe bei dem, wie er ist. Und ich meine, jetzt im Ernst, die sagen immer, dass sie super aussehen auf den Bildern, aber auf dem Bild sieht er richtig gut aus, gell? Ja. Hammermäßig. Also, siehst du, und er lächelt er auch auf diesem Foto. Auch verstehen? Ja. Ja. Daran möchte er, dass du dich erinnerst. Dass du wirklich bei dem bleibst, wie er ist und nicht bei dem Moment, wie er gestorben ist. Weil jeder von uns, und das ist ja, es ist ja logisch, dass in dem Moment, wo wir geboren werden, gibt es auch den Moment, in dem wir alle sterben. Ich habe das Gefühl, ihr trefft euch auch. Ihr versteht, was ich meine? Ja. Ich habe das Gefühl, dass er dabei ist. Ja, und ihr müsst auch Momente haben, in denen ihr wirklich herzhaft über Geschichten lacht. Der war wirklich auch, ja, da gibt es auch Geschichten, die wirklich zum Lachen sind von ihm. Könnt ihr das auch verstehen? Ja. 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 Das ist das. Das ist seine Seele. Und so möchte er auch, dass ihr euch an ihn erinnert, weil dann kann seine Seele bei euch sein. Wenn das passiert wie bei, dass du praktisch kippst in diesen Moment, in dem er gestorben ist und du rausgehst aus dem Hier und Jetzt, dann passiert eins, du schiebst selber praktisch sowas wie eine Nebelwand. Das heißt, dein Sohn
ist immer noch bei dir und dein Sohn berührt dich und es gibt den Moment, in dem du das Gefühl hast, als ob er wie den Arm um dich legt. Und ihr wisst, dass er bei euch auch abhängt. Ich sage das jetzt mal liebevoll, ja? Und ich habe auch das Gefühl, ihr seid alle drei auf dem spirituellen Weg und könnt ihn auch spüren. Und einer von euch riecht auch was. Könnt ihr das auch verstehen? Ja, nein, vielleicht? Das riech ich nicht, der Rest ja. Also ich habe das Gefühl, es gibt sowas wie einen Geruch. Vielleicht passt es nicht auf dich, aber vielleicht jemand anderen. Oder vielleicht riecht ihr auch, wenn jemand aus der geistigen Welt da ist. Das muss ja nicht unbedingt ihn betreffen. Aber irgendwas ist mit Riechen. Kannst du das verstehen? Ja, ich habe meinen Vater gerochen, wie er gegangen ist. Also, gut, super. Was soll ich sagen? Jetzt steht er hier mit drei Rosensträußen. Mit jedem von euch einen. Mit einem ganz großen Dankeschön, weil ihr müsst wirklich unglaublich viel gemacht haben auch. Ich habe aber das Gefühl, es war eine große Einigkeit, auch wegen diesem, also es ist natürlich nach dem Unfall, man fällt in ganz tiefe Löcher und man weiß gar nicht, wie man das ist ja so unfassbar in so einem Moment, ja, aber dennoch habt ihr euch irgendwie zu dritt zusammengerauft und ihr habt es ja irgendwie gemacht. Könnt ihr das verstehen? Ja. Das ist so, als ob ihr euch gegenseitig Hand gegeben habt. Könnt ihr das verstehen? Ja. Er war immer da und er wird es immer sein. Bei jedem Einzelnen von euch. Und es gibt hier auch Freunde, die auch zwischendurch mal... Und gab es irgendwas mit einem Zeitungsausschnitt? Irgendwas mit einer Zeitung? Weil ich habe das Gefühl, es sieht aus wie eine Tageszeitung, wo was steht. Ja. Online, ja. Okay. Online. Ja, es war auch gedruckt. Gab es kürzlich noch mal irgendwas in der Richtung? So, als ob das nochmal erscheint? Ja. Weil, weißt du, dass jetzt eine Todesanzeige geschaltet wird, ist relativ klassisch. Das war es aber nicht. Es ist so, als ob es nochmal gekommen ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist über T-Online, kann man immer noch eine Kerze anzünden und das wird auch noch genutzt. Sehr schön. Okay, dann, okay. Weil, weißt du, es gibt so viele Kritiker da draußen. Wenn ich dann sowas sage, dann ist es denen zu allgemein und natürlich werden Todesanzeigen geschaltet. Verstehst du? Das ist auch nicht der Beweis, nachdem ich gerade gesucht habe, sondern ich wusste, es hat mit seinem Tod zu tun und es passiert immer mal wieder. Mhm. Er liebt euch. Er findet euch ganz großartig. Jede von euch hat einen dicken Rosenstrauß. Und nochmal, das Geile an geistige Weltblumen sind, die verwelken nicht. Die gehen in jede Vase und ihr könnt euch jeden Tag daran erfreuen. Die zeigen seine ganze Liebe für euch. Und er möchte euch Danke sagen für alles, was ihr tut und getan habt. Danke. Danke. Ich danke. Nebomuk, bist du auch noch gut gelaunt? Immer. Und danke, den Rest findet ihr bei Nebomuk. Herzlichen Dank. Danke. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.